wusste, es kommt jetzt ein Premiere von Grand Macabre. Und dann wollten wir im Rahmen von dieser Premiere dann auch ein Programm finden, was mit Ligeti zu tun hatte. Und er hat, also von, wenn wir von der Kammermusik sprechen, er hat entweder ganz tolle Quartett geschrieben oder dann ganz spezielle Formen, aber für unser Ensemble gerade, also ein bisschen Streicher, ein bisschen Holzbläser, eventuell Harfe, dann kam nicht wirklich was in Frage. Und dann habe ich ein bisschen nachgeforscht und vor ein paar Jahren hat die Sauer Stiftung so ein, das Inventar publiziert. Und in diesem Inventar gibt es alle die Stücke, die schon verlegt sind und auch alle Notizbücher, alle Manuskripten. Und da war irgendwie ein Stück, da war ich sehr interessiert, weil die war vollendet. Die war ein Jugendstück von Ligeti und die war für ein Effektiv, also für zwei Stimmen, Streichquartett, Oboe und Klarinett. Und da war ich dann schon sehr interessiert, habe ich die Sauer Stiftung kontaktiert und gefragt, kann ich überhaupt dieses Stück schauen und schauen, ob es, was es ist überhaupt. Weil wir hatten keine Idee, nur ein Name und ich spreche kein Ungarisch, es hat mir nichts erzählt. Und dann war ich da, habe ich das mir angeschaut und das handelt sich eigentlich um Volkslieder, die sehr bekannt in Ungarn sind, aber die von Ligeti bearbeitet sind, so um einen Zyklus zu schaffen, weil der Titel heißt Von der Wiege bis zum Graben. Und es sind eigentlich Volkslieder, also Lullabies oder Volkslieder über Tod, also ein ganzes Lebenszyklus sozusagen, von zwei verschiedenen Stimmen gesungen, also Mezzosopran und Bariton. Alle Volkslieder, die jetzt in diesem Stück sind, sind sehr, sehr berühmt in Ungarn und jeder kennt die. Und er hat dann das so artikuliert und so eine kleine, also einen Spaziergang sozusagen vom Geburt bis zum Tod. Und ich war sehr neugierig jetzt, als wir das zum ersten Mal geprobt haben vor ein paar Tagen. Und es ist eigentlich unglaublich gelungen und man erkennt schon, also es ist sehr verschieden, also es ist sehr, also nichts zu vergleichen mit dem Ligeti von später, von Grand Macabre. Aber man sieht genau, ich glaube er war 26, als er dieses Stück geschrieben hat, und man sieht, in welchem Prozess er steht. Also das heißt, er hat diese ganz spezielle ungarische Schule geerbt sozusagen, von, also Bartok, Farkas, also und dann diese, also auch Volkssongs und überhaupt Volkskultur in Ungarn oder Volksmusik ist sehr speziell und man erkennt schon diese Tribute von Bartok und das finde ich unglaublich gut und sehr virtuos komponiert, mit sehr viel Effekt und sehr, also Quartett ist da auch super benutzt und es wird, ich glaube es wird toll und ich freue mich, dass wir das zum ersten Mal dann machen können. Es wurde mal gespielt für eine Radiosendung in 1949, aber danach nie, also es ist das erste Mal jetzt in einem Konzert und ich finde, das war jetzt die Zeit nach 70 Jahren, sowas zu, also so ein Stück zu spielen und ich freue mich drauf.